was soll ich machen mit jemandem, mit dem ich Technik zu tun habe, der gegen Muslime ist? Was kann ich machen mit jemandem, mit dem ich arbeite und der gegen Muslime ist? Ach, ich kenne, wie viele Leute waren gegen Muslime und sind durch das gute Verhalten zum Islam gekommen? Wallahi, das gute Verhalten. Jetzt, ich habe eine Frage an euch. Gab es nicht Sahaba, die den Propheten s.a.w. töten wollten? Ein Beispiel. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala sagte, Thumama radiallahu anhu hat versucht, den Propheten s.a.w. dreimal zu töten. Als der Prophet s.a.w. eine Reitergruppe rausgeschickt hat, hat diese Reitergruppe Thumama festgenommen und in die Moschee gebracht vom Propheten s.a.w. Da wurde er an einen Pfahl gebunden. Dann sagte der Prophet s.a.w. zu ihm, und was denkst du, ja Thumama, werde ich mit dir machen? Er sagte zu ihm, wenn du mich frei lässt, werde ich dankbar sein. Aber wenn du mich tötest, so gibt es Leute hinter mir, die mein Blut rächen werden. Schaut mal, der ist angebunden und droht dem Propheten s.a.w. Das hat er am ersten Tag gemacht, am zweiten Tag, am dritten Tag. In einer anderen Überlieferung bei Bukhari, der Prophet s.a.w. hat ihn geehrt, das heißt frisches Wasser, Dattel. Einer, der ihn töten wollte. Thumama war drei Tage in der Moschee. Er hat alles mitbekommen. Die Gebete, die Majalis, das heißt, wie die Sahaba miteinander sitzen, wie sie miteinander umgehen und so weiter und so fort. Er hat alles mitbekommen. Er war drei Tage angebunden an diesem Fall. Nach drei Tagen hat der Prophet s.a.w. ihn freigehen lassen. Hat ihn freigehen lassen. So ging Thumama radiallahu anhu zum nächsten Brunnen, hat die Gesamtwaschung vollzogen, kam zurück und sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Schaut mal, was er gesagt hat. Wallahi, Wörter, die das Herz von einem Muslim zum Brechen bringen. Er sagte, ja Rasulallah, zu ihm. Wallahi, keine Person war mir verhasster in meinem Leben als dich und heute bist du mir die liebste Person. Ja Rasulallah, ich habe keine Religion so gehasst wie deine Religion und heute liebe ich diese Religion am meisten. Ja, Rasulallah, keine Ortschaft, an dem du dich befunden hast, war mir widerwärtiger als der Ort, wo du warst und heute ist der Ort, wo du bist, der liebste Ort für mich. Die Frage ist, was hat Thumama in den drei Tagen gesehen? Was hat er gesehen? Das Verhalten der Muslime. Glaubt mir, wenn wir ihn als Muslim, Wallahu A'lam, ich sage Wallahu A'lam, ich habe keinen Ilm al-Ghayb, wenn wir jemanden als Muslim an den Pfahl binden und der sieht uns drei Tage, der verlässt den Islam. Schon nach dem ersten Tag. Subhanallah. Ich frage euch mit offenem Herzen, was hat Thumama gesehen? Er hat gesehen, dass die Muslime barmherzig zueinander sind. Barmherzig. Ich weiß noch von einem Fall, damals gab es einen Bruder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn befestigen. Er kam zu uns damals und er wollte gerne ein paar Informationen über den Islam. Dann habe ich mit ihm geredet und viel geredet und lange Tage mit ihm geredet. Und er hat den Islam nicht angenommen. Dann habe ich ihm gesagt, eine Frage, was hindert dich daran, den Islam anzunehmen? Ich meine, du bist schon überzeugt. Er sagte, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich habe ihm gesagt, bitteschön. Er sagte, ich bin hergekommen und wollte das Verhalten zwischen euch sehen. Und erstmal habe ich gedacht, ihr tut nur so, als ob ihr euch gut versteht. Dass ihr sozusagen das nur so als Schau darstellt, dass ihr euch gut versteht. Aber mit der Zeit habe ich mir gesagt, das kann unmöglich sein, dass ihr euch so gut versteht und euch so liebt. Und dann hat er den Islam angenommen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Schaut mal, die sind nicht dumm, die Leute. Und durch unser Verhalten könnten wir viel erreichen. Wallahi, ich sage euch ganz ehrlich, und ich sage das mit einem gebrochenen, traurigen Herzen. Ich wundere mich, dass überhaupt noch Leute in diesem Land den Islam annehmen, nachdem wir so schlechte Vorbilder sind. Ich wundere mich. Schaut mal, wie unser Verhalten ist. Wären wir wie die Sahaba, wie viele Leute würden hier den Islam annehmen? Sehr viel mehr. Aber guckt mal, unsere kriminellen Jugendlichen. Unsere Rapper-Jugendlichen. Unsere. Zum Schluss, du gehst ins Gefängnis, 70% sind Muslime. Sage ich etwas, was nicht stimmt? Schau mal, wie die Muslime miteinander reden. Miteinander. Was denkst du, wie sie mit den anderen reden? Wir haben Lehrer in unserer Schule, also das heißt beziehungsweise in Berlin in den Schulen, die trauen sich, nichts gegen einen zu sagen, weil sie wissen, dass sie entweder Schläge bekommen oder eine Drohung bekommen. Yahwa,
werden wir so erfolgreich sein. Deswegen, wenn wir einen guten Charakter hätten, vorbildlich wären, Wallahi, wie viele Leute zum Islam konvertieren würden. Und dann würden sie diesen abgeirrten, diesen verhassten Medien niemals glauben, weil sie sagen, das stimmt nicht, mein Nachbar ist so und so. Mein Nachbar grüßt mich immer, mein Nachbar hilft mir immer. Und wenn ich eine Tüte trage, dann hilft er mir nach oben. Mein Nachbar kommt immer mit einem freundlichen Gesicht mir entgegen. Das ist eine Lüge, was Sat.1 und BZ erzählt. Das würde er sagen. Aber weil sie manchmal das sehen, was in den Medien über uns gesagt wird, dann sagen sie, ach, die Medien haben recht. Obwohl die sind Lügner in jedem Fall. Das ist das Problem. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön.